Khedira bleibt bei Real. Der Nationalspieler wird die Königlichen nun doch nicht verlassen. Khedira bleibe, hatte Trainer Carlo Ancelotti auf einer Pressekonferenz am Sonntag gesagt. Alles sei geklärt, mit Khedira sei ein weiterer wichtiger Spieler im Kader. Der Mittelfeldspieler hatte zuletzt nur auf der Tribüne gesessen und war mit vielen Topclubs aus Europa in Verbindung gebracht worden. Jermaine Jones wechselt in die USA. Der ehemalige Schalker wechselt in die US-Profiliga MLS und unterzeichnete bei New England Revolution einen Vertrag bis 2015. Der Club stellte Jones am Montag vor. Laut Medienberichten soll Jones für die Saison 2014-2015 rund 3,5 Millionen Euro verdienen. Zudem soll der Routinier eine Option für ein weiteres Jahr besitzen. Ribéry bald wieder im Training. Der Bayern-Spieler will bald wieder ins Training einsteigen. Noch diese Woche will er wieder mit der Mannschaft auf dem Rasen stehen, sagte Ribéry der Bild. Der Schmerz im Knie sei nur noch leicht. Ein Einsatz wäre beim nächsten Heimspiel gegen Stuttgart möglich. Hitzfeld durchschaut Rummenigge. Ex-Trainer Ottmar Hitzfeld sieht in den Sticheleien von Karl-Heinz Rummenigge in Richtung Borussia Dortmund taktisches Kalkül. Er versuche vielleicht ein bisschen in die Rolle von Uli Hoeneß zu schlüpfen und die Abteilung Attacke zu spielen. Rummenigge versuche Dortmund nervös zu machen, sagte Hitzfeld bei Sky. Grundsätzlich glaube der 65-Jährige, dass Bayern großen Respekt vor Dortmund habe.